Ihr wollt wissen, wo ich hier hinlauf? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ich habe noch ein bisschen rumgeguckt. Wir wollen uns noch das Eisen da holen für Stangen und Platten. Die werden wir auch irgendwie gebrauchen können. Ich glaube, das Eisen brauchen wir. Da kriegen wir 600 raus aus den beiden zusammen. Und das Eisen dort. Da bräuchte ich nochmal 100. Dann können wir nämlich 550 Iron Rods machen und 550 Iron Plates. Das heißt aber erstmal, wir erweitern in die Richtung. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie viel wir erweitern müssen. Aber hier geht es ja praktischerweise direkt runter. Und wir können einmal nachzählen. Denn wir haben von der Säule bis zu der Säule 12 Elemente. Okay. Das heißt, wir müssten 11 hinten dran setzen. Dann sollten wir wieder soweit sein. Genau. Das machen wir als erstes. Nehmen wir uns die Dinger direkt und bis. Also einmal von hier aus. Müssen wir 11 aussetzen oder müssen wir 12 aussetzen? Wir haben einen schon über. Wir haben den Überstand mit. Wir müssen 12 aus. Warte mal, jetzt muss ich eben gucken. Wir haben hier. Ja, von Säule zu Säule 12. Das sind schon 13. Von Säule zu Säule. Ja, so. Nee. Ja, ja. Und in der ganzen weg. Jetzt sind es 12 Elemente. Okay. Passt. Also dann haben wir auch den Überstand wieder. Dann passt das. Dann gehen wir mal dahin. Ist auch schön, es ist quasi direkt drunter. Dahin. Auf vertikal umstellen. Super. Dann einmal rauf hier. Dann gehen wir da ganz hinten und machen da als erstes den Weg nach ganz hinten frei. Aber so. Einmal. Zweimal. Ist die Frage, brauchte ich noch mehr oder? Und die ist relativ einfach beantwortet. Ja, ich brauchte noch mehr. So. Mir fehlt Beton. Direkt hier oben wieder. Brauchen wir für die... Da habe ich auf jeden Fall die zwei schon mal alles dabei. Dann mache ich aber eben hier den... die Miner. Ich habe genau Platz für 3. Okay, dann machen wir erstmal 3 Stück davon. Nicht genug Platz. Haben wir irgendwas, was wir gerade nicht brauchen? So makaber das klingt. Wir brauchen den hier nicht, aber den lassen wir eben hier neben liegen. Klar. So, offen haben wir. Musik haben wir geändert. Das ist noch viel besser. Machen wir so.
Werkstatt. Ja, da war noch einer. Okay. Egal, wir brauchen sowieso nachher nochmal zwei separat, also passt schon. Die nehmen aber auch die Stromleitung mit. Es fehlt Draht. Stimmt, da war was. Müssen wir uns das von nach vorne holen, dann haben wir nämlich auch direkt Strom dran. Und was ich bei dem anderen schon vergessen habe. Okay, das muss ich mir noch von da holen. Mache ich das noch eben. Kriege ich dich hier dran? Katze. Okay, die können schon mal loslegen. Im ersten, dann gehe ich nämlich einmal. Ich meine, ich habe die da vorne hingelegt. Müssten hinten in dem Container sein, oder? Ja, sind sie, natürlich. Da habe ich sie reingeschmissen. Da liegt noch so ein Fackel für eine Festplatte. Aber dafür waren hier zu wenig Strommasten. Dafür habe ich gesorgt, dass ich die alle habe. So. Wenn wir hier vorne sind, können wir schon mal eben die zwei fehlenden bauen. Eins. Zwei, zack. Das ist einfach mal schön verstopft. Die Daten, die drin ist. Da haben wir sie. Na logisch, da geht nichts mehr durch und das geht jetzt alles hier rüber. Ist gerade verstopft, ne? Und erstmal wieder arbeiten. Und was als nächstes verstopft. So. Also, ich hätte mir vielleicht mal reinsetzen können, was ich alles noch so brauche. Die 18 Raffinerien stimmen übrigens nicht, sind es 20. Ich habe da noch ein bisschen rumgefummelt, dass ich eben irgendwie auf was schönere Zahlen komme. Weil das war alles so sehr krumm. So, du bekommst 3 Stück, bringst mir 300. Du bekommst 3 Stück und bringst mir 300. Das fehlen von dem anderen da hinten noch 100. Der, glaube ich, 120 macht. Aber ich, das ist ja egal. Die 20 extra, mein Gott. Besser ein bisschen zu viel Rohstoff als zu wenig. Was war das hier? Ist das Eisen? Dann wäre das noch einfacher. Oh ne, hier steht einfach nur ein bisschen Katerium rum. Ja.
Eisen. Du bist Kupfer, dann bist du Eisen. Zack, zack. Da oben sind wir. Haben wir den Kollegen wieder abklopfen hier. Okay. Richtung gefällt mir. Was? Du machst. Oh, du machst sogar 240. Das ist ein bisschen sehr viel Bier. Jetzt muss ich kurz überlegen, weil dann. Wie macht denn der dann? Der macht 600 direkt, dann könnte ich einfach nur von dem einen. Ich würde halt maximal an Zeug sparen, ne? Also an Strom sparen, an Material sparen. Gut, wenn ich den jetzt abreiße, habe ich wieder drei Miner irgendwo rumliegen, die ich nicht loswerde. Ja, komm. Ist egal. Upp. Raus, raus, raus. Wir lassen die 240. Und wir brauchen Strom. Erstmal darüber. So. Und wir holen uns ganz wunderbar. Den Spaß darüber in die Richtung. Bastelt ist auch schön. So, jetzt sind wir ja schon mal hier. Also sind wir schon nah genug dran. Wir brauchen Beton, haben wir gesagt. Das war ursprünglich, warum wir wieder hierhin zurückgekommen sind. Da es ja kein Problem ist, dann gehen wir einfach hier hin. Und sagen, wir hätten gerne. Also Beton in the world. So, jetzt geht's mit dir weiter. Was müssen wir hier noch einfüllen? So, hier Wasser haben. Auch für den 400 Wasser. Jetzt wäre halt die Frage für den Kreislauf. Ja, wenn wir die 360 hinzufügen, ich meine, von dem anderen hatten wir ja eh noch genug über. Das heißt, ziehen wir uns dann quasi. Uns da Wasser abziehen. Von der anderen Seite halt mit reinpacken. So.
Sehr gut. Raffinerie. Die setzen wir hier hin. Oh, es fehlt Stahlbeton. Ja. Da haben wir hier ja Containerchen. Ich hatte ja angekündigt, dass ich das hier fertig mache. Das stand ja sowieso schon. Einfach nur einmal alle durch, runterziehen. Und hier laufen jetzt jede Menge Draht raus. Und der Draht geht dann hier rüber und wird so nach und nach gerade in all die Maschinen reingefüttert. Was ja auch passen sollte, das waren 17. Genau, 17. Und aus denen... waren 12 waren jetzt, genau. Das hat eigentlich 12 mal 90, 1080. Zwei. Durch 60 sind 18. Also, ne? Fast hundertprozentig. Nur wegen Überlauf dauert es halt, bis die volllaufen. Also, erstmal muss der seine 500 Draht da reinkriegen. Wir könnten das ein bisschen beschleunigen, indem wir da zum Beispiel hingehen, die da mal rausnehmen. Nee. Die da rausnehmen. Und die da rausnehmen. Und dann einfach mal hingehen und sagen, du Kollege, Moment. Du Kollege bist voll, wie sieht's bei dir aus? Du bist voll. Du bist auch voll. Du bist voll. Und du fängst schon mal an, voll zu werden. So. Na, also dann geht das hoffentlich ein bisschen schneller. Als hätte ich hier irgendwo ein zu langsames Band, habe ich manchmal das Gefühl. Nur weil hier der ballert eigentlich ganz gut hier hinten rum. Er hier hat halt, ne, den haben wir halt voll. Läuft schön da raus überall. Aber die da hinten, da bewegt sich quasi fast gar nichts. Vielleicht müsste ich auch mal die Dinger einfach hier in der Mitte umdrehen, dann von beiden Seiten füttern, ist wahrscheinlich besser. So, hatte ich die jetzt genommen? Nein, hatte ich nicht. So, und wir wollten... ja, was wir wollten? Wir wollten 2 Raffinerien mehr bauen. Dafür haben wir auch genug, so wie es aussieht. Und wir wollten nochmal 3 von denen bauen. Und nochmal 25 plus 37. 25 bis 37 sind 32, 62. Ja. 62. Das wird nicht passen. Da muss ich wahrscheinlich noch mehr anbauen. Oh Mann. Egal, macht nichts. Dann packen wir halt noch mehr dran. Der Kabel wird auch kein Problem mehr. Rotoren, die habe ich hier drüben noch liegen. Die könnten echt noch mal kacke werden, auch die verstärkten Eisenplatten. Aber soweit sind wir Gott sei Dank noch nicht. So. Wir haben gesagt, wir hätten gern die Seite hier frei. Machen wir 2 frei.
War ein Kompromiss. So. Eins. Noch eine und hier noch eine. Dann geht der Spaß hier rum. Wir müssen hier jetzt immer nur das Gleiche machen. Das ist schon mal echt ein Vorteil. Machen, das ist okay. Und dann ziehen wir jetzt einmal durch, bis wir die 10 auch voll haben. So, keine Raffinerien mehr, die wir bauen müssen. Sehr gut. Also, hier nicht. Das andere wird nochmal anders schlimm. Oh, die 3 hatte ich schon gesetzt. Aha, das war ja clever. Guck mal, wenn wir die wieder aus der Rechnung rausnehmen, dann fehlt uns jetzt massiv anderes Zeug. Kabel, kein Problem. Draht auch kein Problem, aber wo kriegen wir jetzt? Haben wir da hinten noch? Nee, die haben wir nicht mehr. Ich glaube. Machen wir jetzt gemeinsam nochmal eine Zugfahrt. Holen uns die, also da gucken wir jetzt einmal, wenn wir hier genug finden, dann kein Problem, aber ansonsten holen wir die eben. Ja, ich könnte die auch machen, dann müsste ich aber jetzt wieder erst Schrauben herstellen und also die will ich nicht dengeln und die will ich auch nicht jetzt eben in einer kurzen temporären Produktion machen, weil das sind schon wieder 3 Schritte. Das wäre doof. Wir gehen einmal hier durch. Gucken mal. Oh, jetzt blockierst du. Na, oh, ist. Daher eine schnelle Lösung für. Auch nicht. Nee. Und hier hinten sind auch keine. Ein Thema. Logistik, den Kollegen. Zack. Ja. Oh, du bist auch voll. Ah, okay, du bist unten aber noch. Ich kann's, ja, passt. Das nächste, was uns Stress macht, ist sowieso. Haben wir hier noch? Okay, das hält sich in Grenzen, das kriegen wir auch. Geregelt. Passt schon. Oh. Beton weiß ich schon gar nicht mehr, wo er hingegangen ist. Da ist der Beton hin. Das ist schon ein bisschen makaber, ne? Aber bedeutet auch, wir haben Beton, habe ich gesagt, ist da. So. Und da. Dann haben wir das Problem auch schon mal umgangen. Und wir machen eben eine kleine Zugfahrt. Nächster ist anschalten. Dann fahren wir doch mal schön.
Das wäre halt ein schönes System, wenn man irgendwie bei den Drohnen sagen könnte. Danke. Okay, ich brauche XYZ. Und dann wird da hinten der Drohnenport so und so befüllt und dann kriegt man das rüber. Muss ja nicht besonders effektiv und schnell sein. Aber na, wenn man so eine Möglichkeit hätte, über Drohnen oder von mir aus auch über Bahnhöfe, vollkommen egal. In dem einen stellt man ein, hier hätte ich gerne und aus dem anderen kommt das. Ich glaube, da gibt es eine Mod für, aber wird einem bei gerade bei solchen Sachen jetzt wirklich, wirklich helfen. Ist das jetzt auch ein schön genuschelt. Für euch wird das jetzt auch ein erstes Mal, nämlich die zweispurige Strecke hier. Bah. So. Hier sieht alles ein bisschen wirr aus hier unten. Warum hältst du an? Warum zum Geier hältst du an? Da oben ist kein Zug drin. Das heißt, dieser Block oder dieser Pfad kann nicht reserviert sein. Da oben ist auch ein Pfad. Also die beiden Fahrtsignale reservieren diesen Pfad hier, weil das ist der Eingang zu dem. Okay, ich muss ehrlich gestehen, ich habe ihn nicht verstanden. Worauf hast du gewartet, an welcher Stelle? Das heißt, da ist irgendwo noch ein Signal, was falsch ist. Ist ein bisschen ruckelig hier durch die Gegend, aber passt schon. Das war mal ein so ein Block, den ich setzen konnte. Das andere hat einfach nicht geklappt. So, hier runter und wir fahren hier lang. Hui, hui. An den Ölpumpen vorbei. Warum bremst du durch die Ölleitung hindurch? Das ist unpraktisch. Auch Strom interessiert uns ein bisschen. Das ist definitiv ein falsches Signal hier. Da überlegst du auch noch eine Runde, ne? Ach nee, doch nicht. So. Oh. Ja, also hier sind noch falsche Signale. Die weiß ich. Das eine kommt nämlich oben von diesem extra Bahnhof, das macht aber auch Sinn, dass das da ist, weil dann kann man da auch noch rumfahren. Technisch muss ich da noch ein bisschen was nachbauen.
So. Dann sind wir da. Und können den Fahrplan wieder ausschalten, wenn wir stehen. So. Dann hatten wir eine schöne Zugfahrt. Und ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen weg. Großartig. Kommentar. Freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.